Hallo euch allen, das sind wieder bei Man der NFL 19. Wir sind zurück in der Super Bowl Serie. Wir haben die fünfte Challenge der Predictor Relive the Past to See the Future Serie zu spielen. So, wir sind im Super Bowl 8 ist das. Ja, Super Bowl 7, Entschuldigung, Super Bowl 7. Die vierte Dolphins. Super Bowl 7 featured the Dolphins versus the Redskins. The Redskins were defeated by 7 points. Defeat the Dolphins and regain the glory. Jetzt muss ich mit den Redskins spielen. Na, Gott sei Dank nicht. Also wir sind hier ein Cowboy. Wir spielen gegen die Dolphins. Das wäre noch gewesen. Also da habe ich ja schon mal leider diese böse, böse Erfahrung gemacht, in diesem Rot-Gelb der Redskins auflaufen zu müssen. Das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Kam auch jetzt durch den Ticker. Alex Smith wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nicht spielen können. Also das ist wirklich verdammt bitter. Also bei aller Rivalität, da können einem die Redskins wirklich schon leid tun. Da haben sie Alex Smith über mehrere Jahre einen Vertrag mit einer garantierten Summe von 71 Millionen Dollar gegeben. Und der kann jetzt nicht spielen in der nächsten Saison. Belastet aber natürlich weiterhin, da die Summe garantiert ist, die Salary Cap. Entlassen können sie ihn nicht. Also da bin ich mal gespannt, was die Redskins da machen werden. Denn diesen Captain Cody, damit können sie nicht in die Saison gehen. Der Vorspann. So, Eddie George am Mike Cooper, Terrell Owens hier auf Seiten meiner Cowboys. Sitton, Jones und Howard sind die Spieler der Miami Dolphins. So, dann schauen wir mal, was wir für eine Konstellation. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Wir liegen ja mit 7 Punkten hinten. Haben den Ball aber schon an der 20-Yard-Linie der Dolphins. Es sind noch 3 Minuten zu spielen im letzten Quarter. Das heißt, wir brauchen einen Touchdown, um ausgleichen zu können. Und anschließend muss unsere Defense noch einmal halten. Wir müssen nochmal punkten, um hier in Führung zu gehen. Wir attackieren erstmal die Mitte mit Sharp und mit Neal. Oh, da ist Shannon Sharp, aber Mutter Seelen alleine. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Rapzap, ein Spielzug in der Endzone, läuft. So, der PET, keine Ahnung, was die Jungs da machen. Das weiß keiner. So, der PET ist unterwegs. Ist gut, wir haben einen Ausgleich. 14 zu 14. Beide Teams haben noch jeweils eine Auszeit. So, ich denke mal, dass wir hier gleich als Quarterback natürlich Ryan Tannehill sehen. Der wohl höchstwahrscheinlich ausgemustert werde. Bei den Dolphins wird, glaube ich, ein ziemlicher Kahlschlag in der Offseason stattfinden. Der Trainer ist ja auch schon weg. Ist jetzt, Casey ist ja entlassen. Ist bei den New York Jets untergekommen, also einmal in der Division gewechselt. Erster und 10 für die Dolphins an ihrer eigenen 22-Yard-Linie. Wir stellen unsere Defense auf. Ja, was wären sie, glaube ich, in Miami froh, wenn sie mal irgendwie wieder ansatzweise an einen nächsten Dan Marino herankommen würden. Aber das wird sehr, sehr schwer. Erster und 10 an der 22. Der Ball ging zwischen zwei Cowboys-Verteidigern hindurch. Also von einem Dolphins Offensive Player war da nicht wirklich was zu sehen. Zweiter Versuch und 10. Laufspiel und das ist ein Fumble und der ist recovered von den Cowboys. Und das ist Ryan Shazier. Das ist ein Fumble Return Touchdown. Das sieht man wirklich mal sehr, sehr selten. Weil normalerweise eigentlich, es reicht ja, wenn der Returner dann am Boden von irgendeinem anderen gegnerischen Spieler berührt wird. Aber hier hat es mal hingehauen. Und damit haben wir eine 7-Punkte-Führung. So schnell, innerhalb von 17 Sekunden, hat das Spiel sich gedreht. Jetzt müssen natürlich die Dolphins sehen, dass sie punkten. Der Kick geht bis an die Goal-Line. Wird jetzt zurückgetragen. Da weiß er nicht wohin. Die Angst des Returners vor den heranstürmenden Verteidigern. Erster und 10 an der 22-Yard-Linie für Miami. So, wir blitzen. Wir werden weiterhin versuchen, Tannehill unter Druck zu setzen.
Irgendeiner, der Tannehill. Irgendeiner. Einer. Hier, Dankeschön. Fabelhaft. Da waren 4 oder 5 Leute, sind ins Leere gesprungen, beziehungsweise sind an Tannehill abgeperlt. Ryan Shazier, eben den Fumble, jetzt ein Sack für 14 Yard Raumverlust. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir nähern uns dem 2-Minute-Warning. Nur tickert hier schon langsam runter. 2. Versuch und 24 in der Mahlzeit. Und fast ein der nächste Sack. Das war schon nah am Safety dran. Also Ryan Shazier macht hier einen Wahnsinns-Play. 3. und 24. Ball immer noch an der 8. Muss ich sagen, die Dolphins müssen diesen 4. Versuch nachher ausspielen. Wieder Druck. Oh, Byron Jones kann die Completion verhindern. Hatte sogar noch die Chance für eine Interception. Wir haben einen 4. Versuch und 24. Ball ist an der 8-Yard-Linie. Oh, da dreht sich Jeff Heath ein kleines bisschen zu spät um. Aber Turnover on Downs ist ja auch nicht das Verkehrteste. Der Ball ist ja an der 8-Yard-Linie der Dolphins. So, 1:51 sind noch zu spielen. Wir geben jetzt den Ball ab an unseren Running Back, Eddie George. Der kommt entweder in die Endzone oder aber er zieht den Dolphins die letzte Auszeit. Ich glaube, die erste Variante trifft zu. Eddie George in der Endzone. Untouched. So, der Kick ist unterwegs. Der ist auch gut und damit steht es 28:14. Also man soll ja im Football vorsichtig sein. Wir haben ja auch nur eine Ewigkeit zu spielen. Aber so wie die Dolphins in der Offense unterwegs sind, so schwach wie die O-Line ist, die Tannehill nicht schützen kann, das wird schwierig. So, der Kick-Return geht bis an die 20-Yard-Linie. 1. Versuch und 10 dort jetzt für die Dolphins. Vollständiger Pass von Tannehill, der war mal sehr schön, die Uhr läuft weiter, Ball ist an der 32-Yard-Linie. Natürlich jetzt eine No-Huddle-Offense der Dolphins. Sie müssen ja zweimal scoren, haben nur noch eine Auszeit zur Verfügung und Tannehill findet wieder einen Receiver. Das ist ein neuer 1. Versuch, jetzt an der 45-Yard-Linie, also über der Mittellinie an meiner 45-Yard-Linie. 1. und 10. Oh, wieder ein knallharter Hit. Leighton Vander Esch war es. Das ist der nächste Fumble. Waltz schnappt sich den freien Ball. 1. Versuch und 10 Cowboys an der 43-Yard-Linie der Dolphins. Da haben sie mal ein, zwei schöne Pässe an den Ball gebracht. Und danach dann kommt der nächste Fumble. 1:13 noch zu spielen. Wir laufen mit Eddie George über die Mitte. Safeties klatschen. Ja. Der Linebacker schafft es aber danach, Eddie George zu tacklen. Die beiden Safeties lagen schon benommen am Boden. 1. und 10. Die Dolphins haben ihre letzte Auszeit genommen. Können jetzt die Uhr nicht mehr anhalten. Die Zeit also nicht mehr kontrollieren. 1:06 haben wir noch zu spielen. Eddie George kommt bis an die 18-Yard-Linie. Wir sind also in der Red Zone der Miami Dolphins. Schön ist, die Uhr läuft jetzt natürlich die ganze Zeit weiter. Und ich werde natürlich immer schön weiter durch die Mitte laufen, solange wir damit auch noch Yards machen und gleichzeitig die Uhr bewegen, ist es doch perfekt. Ball ist an der 14. Haben wir jetzt einen 2. und 6. Das Schöne ist, wir müssen ja hier nicht auf Teufel komm raus Touchdowns erzielen. Eddie George ist jetzt unser Läufer durch die Mitte und der hat ein neues First Down. Der Ball ist an der 7. So, jetzt laufen wir mal zur Abwechslung über die Außen. Da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es gleich wieder rappelt. Genau so ist es. Legen wir noch einen drauf. So, der PET ist auch gut. Damit haben wir eine 35:14 Führung.
Ball ist unterwegs, geht bis an die Goal Line der Dolphins, wird retourniert. An der 22-Yard-Linie ist Schluss. 7 Sekunden sind noch zu spielen. Hail Mary Time. Miami wird jetzt noch versuchen, ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben. Erster und 10. 7 Sekunden sind noch zu spielen. Ball ist in der Luft und er ist intercepted. Ich glaube, das war Deion Sanders, der sich den Ball runterpflückt an der 45-Yard-Linie. Kommt unsere Offense nochmal aufs Feld. Das heißt, wir werden noch einen Handoff an Eddie George sehen und danach wird das Spiel vorbei sein. Lauf geht über die linke Seite. Oh, da laufe ich. Ah, ich hätte einfach nur links vorbeilaufen sollen. Ah, schade. Aber wir haben das Spiel gewonnen, wir haben die Dolphins geschlagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.